Hi, ich bin Marc und ich bin heute unterwegs im Schwarzwald und genau in Frauenalb. Hier gibt es ein altes Kloster, das habe ich heute irgendwie keinen Nerv, das anzugucken. Es ist einigermaßen regnerisches Wetter, ist mir aber egal. Ich habe einfach Bock rauszugehen. Nehmt euch mit, wenn ihr Bock habt, kommt einfach mit. Wunderschöne Gegend hier. Jetzt geht es erstmal richtig bergan. Und ich habe auf Google Maps habe ich eine riesengroße Wiese gesehen mit auch Wald drauf. Also am Rand natürlich Wald und außenrum ist irgendwie nur Gras. Und das will ich mir heute mal anschauen. Das sieht sehr geil aus. Ist oben auf dem Berg. Da scheint auch wenig Verkehr zu sein. Aber da bin ich sehr gespannt. Also, los geht's. Oben auf dem Berg bin ich jetzt angekommen, also auf dem Hügel. Das waren jetzt auf einem Kilometer irgendwie 200 Höhenmeter. Das war schon ordentlich. Aber warum ich mich gerade noch melde, ihr hört es wahrscheinlich im Hintergrund, da war am Ton. Es ist echt windig und naja, das sieht heftig nach Regen aus. Wenn das noch mehr Regen wird, dann werde ich die kleine Kamera nur nehmen. Da ist der Ton nicht mehr so gut und die Bilder nicht mehr so gut, aber hey, ich nehme euch mit. Keine Frage. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt muss ich gleich wieder irgendwo in den Wald abbiegen. Und ja, dann mein Plätzl da suchen auf der Weide. Ah, es regnet auch. Also wenn es mir noch mehr regnet, muss ich die Kamera ausmachen. Also beziehungsweise einpacken dann. Aber der Vorteil ist ja, schlechtes Wetter, kein Schwein unterwegs. Wow, echt schön hier, meine Herren. Cool. So, ich melde mich gleich wieder auf der Wiese. Das habe ich gar nicht gewusst, als ich hier meine Tour heute hierhin geplant habe. Also ich bin jetzt auf dieser riesengroßen Wiese, zeige ich euch auch gleich mal. Hier ist ein Schild über die Besatzungszonengrenze zwischen 1945 bis 1952 zwischen französisch-amerikanische Zonengrenze. Ja, macht ja auch Sinn. Gut, ja, ich muss ja mal gucken, wo ich mir hier Plätzl suchen kann. Ich habe nämlich ein bisschen Hunger und würde mir gerne was kochen. Und das muss ich mir jetzt hier mal ein bisschen angucken.
Hier ist natürlich für einen Overnighter oder so Semi, da ein Hochsitz, da hinten ein Hochsitz. Hier ist direkt eine, na, keine Straße, aber so ein befestigter Forstweg. Und hier sind auch, und da oben habe ich das auch gesehen, sind das ist ja schön für die Bienenstöcke. Aber das heißt also, hier ist wahrscheinlich auch viel los, obwohl das wirklich zwischen zwei Dörfern, also wirklich genau dazwischen auf dem Berg liegt. Aber hey, die Leute mögen das ja auch, ich auch. Und jetzt gibt's was zu essen. Ja, da sind schon wieder Leute mit Hunden unterwegs. Ich bin nicht sicher, ob das hier ein Quellgebiet ist. Jedenfalls hier der Schneebach, den habe ich da vorne auch schon gesehen. Aber hier ist halt richtig feucht. Und hier kann man einmal sehen, einen Grenzstein zwischen Württemberg und Baden. Den Bernsteinfelsen bin ich ja auch schon mal gelaufen. Da ist auch der Grenzweg. Und ich glaube, das hier geht ja einfach weiter. Das ist schon krass, ey. Das ist mitten hier auf einer Wiese drauf. Da hinten ist der nächste. Ich bin jetzt von meiner Wiese da wieder weggegangen, weil ganz ehrlich, in 5 Minuten, in denen ich da war, 2 Leute mit 4 Hunden, ein Auto, was vorbeigefahren ist und noch jemand, der auf der anderen Seite vorbeigelaufen ist. Also sehr hoch frequentiert. Jetzt bin ich hier aber schon wieder auf dem Rückweg Richtung Bad, nee, gar nicht, war nicht, ist nicht Bad Herrenalb, ist Frauenalb. Und habe mir jetzt hier ein Plätzl gesucht, weil jetzt werde ich was kochen. Lager steht. So, bei mir gibt es heute ein ganz einfaches Gericht. Ich habe hier ein bisschen Salami, Tomaten, Datteltomaten, Käse im Nu-Nudeln. Und das Ganze wird garniert mit Rucola. Die Salami brutzel ich an. Da kommen die Tomaten dann rein. Ein bisschen Gewürz. Wenn das fertig ist, stelle ich das zur Seite. Ne, stelle ich gar nicht zur Seite, das lasse ich einfach da drin. Dann mache ich die Nudeln, aber nur die Hälfte heute. Das war mir das letzte Mal echt ein bisschen viel. Und dann fülle ich das ganze Zeug hier rein. Mische das gut durch, dann kommt da noch Käse drauf. Danach noch ein bisschen Rucola, einfach rupfen und reinmachen. Fertig.
Ja. So. Machen wir so ein bisschen Gewürz ran. Jo. Jetzt ist auch der Käse richtig schön geschmolzen. Echt toll. Oh ja, guck mal hier. Da ziehen sich richtig die Fäden. Mm. Jawohl. Das hat gefehlt. Mega. Super. So Leute, ich esse das jetzt. Und mach's mir noch ein bisschen gemütlich. Da müssen wir noch irgendwas einfallen lassen. Die Sonne ist noch ein bisschen rausgekommen. Das freut mich natürlich riesig. Eine Kleinigkeit noch. Ich habe in dem Topf habe ich ja gekocht jetzt. Und jetzt werde ich mir gleich noch einen Kaffee machen. Und in dem Topf ist halt jetzt hier unten drin noch ein bisschen Käse drin. Weil ich den ja auf die Nudeln draufgekippt habe, dann ist der geschmolzen und jetzt klebt er da unten so ein bisschen drin. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob man das einigermaßen sehen kann. Naja, hier draußen, ich habe kein Spülmittel dabei. Ein Topfschwamm, also so ein Blechding, in so einem Topf, in einem Alu-Topf, keine gute Idee. Wie mache ich das jetzt immer? Ich nehme ja das, was es hier draußen so gibt. Ich nehme Moos. Moos gibt es hier überall an den Bäumen, da brauche ich nicht viel, das ist nur so ein ganz klein wenig, um den Topf sauber zu machen, wie zum Beispiel hier. Und da brauche ich auch nicht viel, da reicht wirklich so viel. Dann wirklich nur so ein ganz klein wenig, dann gehe ich hier in den Topf rein. Dann kann ich damit den Topf richtig schön. Gehen wir ein bisschen näher ran. Dann kann ich den Topf damit innen richtig schön ausreiben. Und wenn da noch irgendwelche Steinchen oder Rinder oder irgendwas dazwischen ist, total egal, das ist sogar gut. Dann habe ich da schon was zum Ausreiben. So. So sieht der Topf jetzt aus. Der ist jetzt sauber. Da werde ich noch ein bisschen Wasser reinmachen. Und das Moos, was ich davon genommen habe, dieses kleine Stück, das nehme ich natürlich mit nach Hause, weil das ist jetzt voll mit Käse und irgendwelchen Essensresten von mir. Sauber. Jetzt gibt es ein Käffchen.
Käffchen und Kekse. Und schönes Wetter. Ich könnte so abfeiern. Für mich geht es jetzt weiter, zurück zum Auto, sind noch ungefähr 3 Kilometer, glaube ich. Und ich glaube jetzt gerade auf einem Weg, der ist auf der Karte nicht eingezeichnet, aber den gibt's. Und da hinten ist irgendwo eine Forststraße, auf die kann ich dann gehen, um zurück nach Frauenalb zu kommen. Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch eine tolle Woche, mir auch. Und dann sage ich bis bald, hier draußen im Wald, bei euch auf dem Kanal oder bei mir auf dem Kanal. Macht's gut, tschüss.